MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car. So, ihr habt einiges verpasst. Ich bin hier mit unserer Hildegard gerade eben, oh mein Gott, zum Händler gefahren. Alles sauber, alles gut. Also wir sind nicht gestorben oder so. Ausnahmsweise leben wir mal. Glaubt mir, das schockiert mich mindestens genauso wie euch. Wir haben eingekauft, hier sieht man es schon. Und ich habe angefangen zu sortieren. Ich habe aber aus irgendeinem Grund nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Wie viel Kaffee geht denn da rein? So, gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Wir sind ja einmal zu Hause. So, auf jeden Fall habe ich angefangen, unsere Kammer zu sortieren. Und ja. Aus irgendeinem Grund habe ich meine Aufnahme gestoppt und das schon am Start. Bedeutet, es ist nichts davon vorhanden. Das bedeutet wiederum auch, ich darf den ganzen Quatsch hier jetzt nacherzählen für euch. Also das hier ist jetzt gerade nicht nacherzählt, was hier passiert, sondern das hier ist live, wie soll ich es nennen, Kaffeepackungen drehen. Auf jeden Fall, ja, wir sind heile tatsächlich angekommen bei Taimo und haben auch heile alles eingekauft. Sind auch heile zurückgefahren. Es gab einen kleinen Irren, der auf der Straße gewendet hat. Der hatte uns fast mitgenommen, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts Spektakuläres zu erzählen. Schade eigentlich, weil somit hätte ich jetzt zwei Folgen für heute und morgen. Jetzt habe ich morgen keine Folge und jetzt muss ich gucken, wie ich das nachher mache, dass ich vielleicht doch noch aufnehme, aber eigentlich wollte ich heute da nichts mehr aufnehmen, weil ich muss gleich noch arbeiten bis 10 Uhr und das ist auch hart genug, manchmal. Nicht immer, aber manchmal, würde ich behaupten. So, das ist der ganze Kaffee jetzt. Den Zucker lassen wir mal außen vor. Haben wir alles? Ja, wunderbar. Dann können wir einkramen. Den ganzen Kaffee hier. Wenn das mit dem Kaffeekochen überhaupt klappt. Ich bin mir da immer noch relativ unsicher, ob das Ganze jetzt irgendwie funktioniert oder nicht. Wir könnten noch ein paar Kisten Bier holen gehen. Wir trinken zwar nie, aber falls wir da mal Lust haben auf Bier, haben wir Bier da. Falls uns die Lust nach Bier ist. Der neue Horrorfilm. Die Lust nach Bier. Für die einen ist es schön, für die anderen ist es eine Sucht. Und für die anderen ist es einfach nur Lust, ein Bierchen zu trinken. So, in den Hintern rein ist auf jeden Fall noch Platz ohne Ende. Bingo, so. Zack. Wunderbar. Ich meine, wir haben auch viel zu viele Packungen Kaffee. Das kommt dazu. Also wir haben, ich glaube, gefühlt 1, 2, 3, 4 zu viel. Die hatten wir halt schon gekauft. Naja, egal. Sieht das nicht schick aus? Unfassbar schick, würde ich doch glatt behaupten. Perfekt. So. Und ich habe keinen Bock mehr. Seht ihr, das passiert dann. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann schmeißt man die Sachen einfach in die Vorratskammer. Wobei Zucker. So, das Teppichboden ist also nicht nass oder so. Den stapel ich jetzt da vorne ein bisschen. Wobei das auch so aussieht, als ob es so sein sollte. Huch. Weiß einer von euch, wie lange der Kaffee braucht? Das ist ja schlimm.
Super. Gefällt mir. Sieht auf jeden Fall gut aus, was da drinnen passiert. Hier passiert aber irgendwie nichts drin. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich mag den Ofen irgendwie nicht. Der ist kacke. So, wir haben Hunger. Und wir sind gestresst. Und ich habe angefangen zu pinkeln aus irgendeinem Grund. Ach ja. Ja, das My Summer Car Leben ist nicht einfach, Leute. Ich sag's euch. Also, wir sind immer für, ja, für alles bereit, so gesehen. Und ja, unser My Summer Car ist natürlich ein schicker Wagen. Das kann man nicht ausschlagen. Das Ding sieht wirklich geil aus. Und wir haben auch sehr viel Arbeit reingesteckt, dass es so aussieht. Abgesehen vom Neuaufbau der ganzen Mechanik bzw. Motor und so haben wir natürlich nicht gemacht. Das wäre mir auch irgendwie zu stressig geworden oder hätte mir persönlich auch ehrlich gesagt wieder zu lange gedauert. Wir hatten ihn ja nun mal einmal aufgebaut und deshalb hatte ich damals das Safe Game benutzt. Das habe ich euch übrigens verlinkt in die Videobeschreibung, ja? Nur zur reinen Information für euch. So, jetzt gehen wir einmal pennen. Obwohl, so dunkel ist es ja eigentlich noch gar nicht, ne? Ich weiß, was wir machen. Wir hatten doch da diesen Schotterplatz. Diese Schotterstrecke. Und da möchte ich einfach mal zusammen mit euch hin. Was haltet ihr davon? Ay caramba. Ich stelle das Gemisch um. Nächste Folge wird das Gemisch umgestellt. Weil das ist eine Zumutung, in diesem, unter diesem Gemisch zu fahren. Das ist kein vernünftiges Motoransprechen, meiner Meinung nach. Und in der Rallye brauchen wir eher das Motoransprechen unterhalb und nicht auf Höchstgeschwindigkeit. Von daher uninteressant für uns. Wir tunen uns gleich, also morgen, die Karre dann so, wie wir sie letztendlich brauchen. Untenrum stark, obenrum schwach. So lautet die Devise. Buchen Sie jetzt Ihr Paket. Eieieiei, ist das hier heftig. Und jump. Also hier geht es übrigens zur Stadt und das am schnellsten. Ich vergesse den Weg nur manchmal zu nehmen. Da dieser Schotterweg nicht weit entfernt ist von der Hauptstadt, in der Einkaufsstadt von Taimo, fahre ich jetzt diesen Weg hier. Für mich am plausibelsten und auch am schnellsten. Ich esse mir gleich noch ein lecker Marmeladenbrötchen. Darauf habe ich Bock. Ich habe eben Mittagessen gekocht. War sehr lecker. Und ich hoffe, Neni schmeckt es auch. Und Hanna bestimmt auch. Wird schon ein bisschen dunkel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell dunkel wird, dann wäre ich doch lieber zu Hause ins Bett gegangen. Ja, egal, jetzt sind wir einmal unterwegs, jetzt können wir die Fahrt auch weiterhin verfolgen. Wäre natürlich jetzt totaler Blödsinn, das abzusagen, so gesehen.
sehr gefährlich hier. Ich finde diese Strecke sehr gefährlich. Also diese... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute. Ich habe den weltgrößten Scheißhaufen in der Hose, den es gibt. Oh mein Gott. Diese Kurve hat uns damals den ersten Platz in der Rallye gekostet, weil wir da gestorben sind. Wow. Ich bin total fertig gerade. Ich habe echt gedacht, ich dürfte jetzt schon wieder nach hier fahren und alles. Das ist nicht nur für mich nervig, sondern eben auch für euch. Und ich bin echt vorsichtig am Fahren. Ah, das ist der Erdbeertyp. Ja, hier müssen wir uns noch ein bisschen skillen. Was eine Scheiße hier, echt. Scheiß Hoppelei immer wieder. Habt ihr das gerade gesehen? Moment. Ich wollte mal nur nachschauen, ob ich das richtig gesehen habe. Ist da oben eine Straße? Leute, da führt ein Weg lang. Da! Da ist er! Oder ist... Ne, ich glaube, das ist die Schotterstraße, ne? Die ich jetzt gerade da meine. Das hier ist diese Rennstrecke, die ich meine. Was? Oha, wie soll... Ist das denn ernst? Warum fällt denn der Scheiß ab? Wie soll ich den denn bitte nachher mitnehmen? Na egal, den kriegen wir schon irgendwie nach Hause. Halt, nur was laut. Wir sind hängen geblieben und dann ist er mit abgerissen, so gesehen. Auch nicht schlecht. Lustige Angelegenheit. Auf geht's. Boah, ist der laut, Leute. So geil. Es macht aber auch einen heiden Spaß, hier lang zu fahren. Auf geht's. Der ist so schnell. Das ist unfassbar, Leute. Die Strecke hier kenne ich übrigens gar nicht.
Wow. Dann schauen wir uns da mal um. Also, ich war hier schon mal. Nicht hier oben, sondern da unten. Also man kann hier hochgehen, aber ich glaube nicht, dass man das Auto da irgendwie hochbekommt, oder? Gut, wir gehen mal hoch. Wir gehen uns das Ganze mal angucken. Ich meine, schade, dass man das Auto nicht hochbekommt. Das ist ja nun mal eine Sprungschanze, ne? Aber um einfach mal einen Blick zu bekommen, wie verdammt hoch das hier ist, ist, glaube ich, auch ganz interessant. Vielleicht kann man sich oben auch Skier ausleihen und dann runterdüsen. Gott, Leute. Ich krieg gleich einen Drehwurm. Ah, oben. Sehr gut. Wow. Oha. Also es wird bestimmt irgendwann eine geile Funktion bekommen, Leute. Man kann auf jede Plattform hoch. Und dann kann man hier so... Skisprung halt. Die Plattform kann man auch betreten. Das ist die kleinere von beiden. Ja, ist schon immens hoch, muss ich sagen. Super, dass man hier auch so runter kann. Dann kann man nämlich auch so hoch. Ist natürlich deutlich schneller als der vorherige Weg, den wir hatten. Aber ist schon cool hier oben. Gefällt mir. Ist nett. Würde ich sagen. Oh. Genau das meine ich. Wenn das Gemisch einfach höher ist, dann läuft die Karre einfach ab Werk besser. Naja. Was soll's. Kein Problem. Das ist aber schon arschlaut, ne? Das ist der Wahnsinn. Schön hier bergab, Vollgas. Tod. Das Auspuffrohrs an dieser Stelle. Unfassbar. Eine Dreckigkeit ist das schon. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mitnehme. Unfassbar, Leute. Ich sag's euch. Aber lustig. Lustig war's. Also schön war's hier. Hat Spaß gemacht. Hier ein bisschen rumzufahren und so. War schon cool. So, ich sitze was weit vorne, aber das macht jetzt nichts aus. So, wir flitzen jetzt erstmal wieder zurück. Das ist schon geil. Ohne Auspuffrohr geht der echt gut. Das muss man ihm lassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so gut fährt, aber das war jetzt wirklich schon sehr gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen unkomfortabel, die Rallye-Reifen hier auf dem Asphalt. Etwas laut. So. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. War eine coole Tour. My Summer Car ist ready für die Rallye, würde ich sagen. Bis dahin bleibt mir seid Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.